Wir sind live, Maggie. Wir sind auf jeden Fall live. Hörst du mich? Ich höre dich. Hörst du mich? Ich höre dich sehr gut. Ich hoffe, dass der Stream, der Chat dich hört. Desto besser die Beute. Und ich hoffe, dass das Spiel nicht zu laut ist. Das werden dich die Leute schon wissen lassen. Und mit Glück werden sie sich sogar einig sein. So, was machen wir? Wir spielen Wonderlands weiter und ich merke gerade, ich muss alles neu konfigurieren, denn wir spielen Wonderlands anders weiter, als wir es bisher gespielt haben. Und ich bin eigentlich deinem Spiel gejoint, aber ich bin deinem Ich Spiel nicht gejoint. schleiche mich von hinten Ah, da bist an. du. Da bin Hallo. ich. Hallo. Ja, ich habe das Problem. Erzähl dir doch mal, was wir anders gemacht haben, während ich alles umstelle. Also, das Entscheidende, was wir anders gemacht haben, ist, das ist jetzt die Version, die über Steam läuft. Weil die gestern erschienen ist? Vorgestern? Ja, Gestern gestern. erschienen ist die Steam-Version. Ich habe nicht viel geschlafen zwischen gestern und heute, deswegen ist das eh der gleiche Tag. So. Oh, gestern ist die Steam-Version erschienen. Wir haben netterweise auch dafür Keys bekommen. Und das haben wir dann jetzt direkt mal installiert. Und das war tatsächlich ziemlich einfach, die Speicherstände zu übertragen, sodass ich nicht von vorne anfangen musste, sondern hier meine Dunkelelfen, Monster-Schlechterin mit untotem Freund Atze weiterspielen kann. Ja, und tatsächlich hier mit einem Speicherstand bin, der kurz vor Ende des Spiels ist, oder zumindest im letzten Drittel des Spiels, sag ich mal. Und du hast gesagt, du willst mir eine Quest zeigen, die du großartig findest. Genau. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel versprochen. Das werden wir sehen. Also, ich meine, ich war tatsächlich diejenige, die dir erst voraus war, und dann habe ich eine Weile nicht gespielt und du hast das durchgezockt, irgendwie in mehreren Nachtaktionen. Und jetzt hast du es durch. Und ich stehe immer noch Ja. hier und werde aus diesem Lager mit Pfeilen beschossen. Wie unhöflich. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen traurig, als ich es durch hatte, weil der Endgame-Content doch relativ random ist. Also es ist tatsächlich. Aber das hätte man ja erwarten können. Geht es dann nur noch ums Leveln und ums Looten? Total verrückt, ich weiß. Ja. Und ich hatte keine von den Add-ons, weil die in unserer Epic-Version noch nicht dabei waren. Also, als man mich darauf hinwies, dass es das Spiel jetzt auf Steam ist und man es ja nochmal spielen könnte und wir auch eine Gewinnspielaktion dazu machen werden übrigens, habe ich gefragt, sag mal, habt ihr vielleicht auch Keys auf Epic für die Add-ons, damit wir sinnvoll was weiteres spielen können? Dann hieß es, nee, aber wir können dir einfach komplett neue Steam-Keys geben. Und Oho. dann ist da alles schon mit drin, dann ist das die Deluxe Edition oder sowas, weil für die Add-ons allein hatten die netten Menschen von 2K, mit denen wir gesprochen haben, keine Keys. Also habe ich das alles neu installiert und ich habe gefragt, was ist denn mit meinem Charakter? Ich bin jetzt ungefähr wieder bei Stufe 1 anfangen und das war wirklich einfach, das zu übertragen. Ich musste wirklich nur die Save Games vom einen Ort in den nächsten reinkopieren und dann waren sie da. Und jetzt habe ich vergessen, was. Ich versuche gerade meine Tasten jetzt so zu belegen, wie sie ist primäre Verwendung? Nee, das ist die Waffe. Was ist denn einfach so mit Gegenständen interagieren? Ist das. Weißt du das? Ich weiß es tatsächlich nicht. Mit V haut man? Ja, das habe ich alles schon umbelegt. Ich bin ja. E. Ich mach's ja ins, ich hab's gerade instinktiv Naja, gemacht. ich will das wieder auf die Punkttaste legen, mit der ich das normalerweise mache. Ich bin ja so ein Linkshänder. Primäre Verwendung, also doch Dass E. du auch Okay. immer special sein musst, ja? Und Zauberwirkung, Einfach wie mal für gesagt, Linkshändigkeit Komma. entschieden. Ich habe mit dem Spiel meine Maus zerstört, habe ich gestern schon gesagt. Ich spiele jetzt mit so einer richtigen Billigmaus. Dann will ich wenigstens die Tastatur so haben, wie sie es gehört. Und jetzt müsste es passen. So, jetzt können wir auch fortsetzen. Die Frage ist nur, wo gehen wir jetzt hin? Das weiß ich nicht. Du wolltest mir sagen, wo wir hin müssen. Okay, ich habe Beim offenbar. Schutzverteidigen der kritischen Nein, Treffer. hier stimmt was nicht. Er geht automatisch. Warum geht er automatisch irgendwo hin oder folgt er dir automatisch? Das kann es ja wohl nicht sein. Hilfe! Okay. Ich weiß nicht, was du da tust. Ich weiß es auch nicht. Aus irgendwelchen Gründen läuft dieser Kumpel gerade. Klemmt diese Taste? Komisch. Jetzt macht er es nicht mehr. Alles klar. Dann war es wohl nicht so schlimm. Ja, also ich komme zu dir und wenn ich dir die Quest zeigen darf, die ich dir zeigen will, dann müssen wir zum finalen Level. Wo du bisher dich gescheut hast, reinzugehen, glaube ich. Aber ich bin ja nicht weit weg von. Moment, ich müsste hier nur wieder wo runterspringen.
Bist du denn? Ich sehe das. Ah, da haben wir. Also eigentlich, also zwei Dinge, die wir heute machen wollen. Ich möchte dir diese eine Quest zeigen und ich möchte die Addons zeigen. Jetzt kriege ich die ganzen Tutorials wieder. Nein, ich will keine Tutorials. Ich bin in die Sackgasse gelaufen. Das ist ja mal wieder typisch. So, also ich stehe hier vor der Nekropole. Ja, wir müssen doch aber eigentlich... Ah, du hast noch nicht den Schnellzugang nach oben freigeschaltet? Wen? Was? Wir müssen noch eins weiter. Wir müssen noch hier... Du warst doch in der Nekropole schon. Das hast du doch schon erledigt, oder? Oder was meinst du? Du stehst nicht... Was meinst du mit Nekropole? Du stehst immer noch... Das ist der versunkene Abgrund. Ja, ja, genau. Du stehst nicht vor der Nekropole. Ich dachte jetzt, du meinst... Gibt es mehrere Nekropolen im Spiel? Nein. Nee, wir müssen noch weiter, Maggie. Wir müssen aus dem Meer wieder rauslaufen, wie man das halt so macht. Und du warst ja schon oben, also müsste es hier eine Schnellreise geben. Noch nicht rausgefunden, wie man hier reinkommt. Wahrscheinlich von oben. Würfel. Also hier sind irgendwo so Fontänen, mit denen man Hochfontänen kann. Ah ja, genau, die meine ich. Ja. Weißt du, wo die sind? Dann nehmen wir die nochmal. Hier um die Ecke. Ah, hier um die Ecke, genau. Ja, an der Schlange vorbei. Hier, die Schlange ist eine neue, ist ein Addon, schätze ich mal. Oder du hast die Quest noch nicht gemacht, ich weiß es nicht. Kann aber beides sein. Kann beides sein. Gehen wir erstmal hoch. So. Wir wollen tatsächlich, du hast die Quest angewählt, ne? Also zumindest die Hauptquest hast du angewählt. Das heißt, wir wollen hier rein in die Festung vom Dragonlord und müssen uns da, glaube ich, erst nochmal den Weg freikämpfen, bis wir an die Stelle kommen, die ich dir zeigen will. Okay. Es war sehr spät, als ich es gespielt habe. Ist jetzt ein paar Wochen her. Ich habe mich kaputt gelacht. Wahrscheinlich setze ich jetzt zu hohe Erwartungen und die werden hier nicht erfüllt werden können. Es tut mir jetzt schon leid, ne? Also die Quest, um die es geht, ist die Blauhut-Typ-Quest. Und vielen Dank an Gipfelkaktus, der ein Abo verschenkt hat. Dankeschön. Ich habe mich mal kurz leiser gedreht, weil Occupied sagt, dass ich deutlich lauter bin als du. Ich bin zu leise? Okay. Bei mir ungewohnt. Bei mir zeigt es ständig an. Seelenenergie mir gehören. Dir ist klar, was das ist, oder? Die Seelenenergie ist selbst ein Wunder. Jeder Berg, jeder Ozean, jeder stinkende kleine Kobold. Alles wird von der Vorstellungskraft einer tyrannischen Teenagerin zusammengehalten. Und wenn sie ganze Welten erschaffen kann, dann kann sie sie auch vernichten. Ich werde dieses Irrenhaus von Gefängnis, diese Wonderlands übernehmen und ich werde uns alle aus ihrer Kontrolle befreien. Der Hastard sagte, dass die Schreckenspyramide von einer Stadt der Toten umgeben sei. Wir müssen einen Weg hineinfinden. Ich glaube, dass das ein Bug in meinem OBS ist, ehrlich gesagt. Ich frage mich auch, ob das Spiel zu laut ist gerade. Weil ich habe dich eigentlich genauso gepegelt wie mich, Maggie. Okay. Aber ich hatte auch schon öfter mal den Fall, dass auch wenn ich Desktop-Audio ausmache, es immer noch ausgegeben wird. Und das würde ja vielleicht auch bedeuten, dass es doppelt ausgegeben wird. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Also, dass ich zwar eine unsichtbare Desktop-Audio-Quelle da drin habe. Bitte sag mal, ob das jetzt passt. Das Spiel ist relativ leise, aber in Ordnung. Okay. Ich habe 37 von 36 Gegenständen in meinem Rucksack. Ich bin mir nicht sicher, wie das geht, aber ich glaube, ich sollte vielleicht ganz kurz mal ein paar Sachen verkaufen. Ja. Du kommst mir aber auch auf meinen Ohren ziemlich laut vor, ehrlich gesagt. Okay, ich schiebe mal das Mikro ein bisschen von mir weg. Normalerweise bist du ja immer ein bisschen zu leise, ne? Gebt uns einfach ein Update im Chat, dann kriegen wir das irgendwie hin. Genau, und hallo, Chocolate Elemental. Hallo, Occupied Mind. Hallo, ihr tollen Menschen, die uns bei einem Spiel zuschaut, das schon 6 Wochen alt ist oder 8. Verrückt, oder? Aber, vielleicht sind wir einfach unterhaltsam. Bin ich gespannt, ob es auf Steam genauso plötzlich läuft bei mir wie auf Epic. So, Zeugs verkauft. Ich habe keinen goldenen... Inventar ist leer. Keinen goldenen Ring, das nervt mich ein bisschen. Ich habe gerade frisch einen goldenen Ring angezogen. Cool, schön für dich. Ja, Gold steht mir auch einfach besser als Silber. Oder Blau.
Ich mag, wie sinnlos die Physik ist, wie weit man springen kann. Das ist wie im Traum, wo man springen kann und einfach länger in der Luft bleibt. Oder träume nur ich sowas? Nimm du mal die ganzen Plot-Sachen, denn es ist ja dein Spiel. Der Schicksalsbringer strebt nach der nötigen Macht, um zu triumphieren. Sie ist ganz nah. Sie muss nur von einer Heldenhand ergriffen werden. Die schießen schon auf einen, bevor die Karte sich findet. Das ist eine Frechheit. Seit ich diesen Mythos-Rangkrempel freigeschaltet habe, das heißt ständig neue Punkte verfügbar und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Oh, ein Barrierezauber des Dragonlords versperrt euch den Weg. Der Hastard hat uns gezeigt, was zu tun ist. Wir müssen eine Vertreibungsrune in der Nähe finden. Pass das nächste Mal auf, mit wem du dich anlegst. Ich bin aus der Übung. Das macht doch gar nicht. Kriegen wir schon hin. Du hast jetzt wirklich ein paar Wochen nicht mehr gespielt, ne? Ja. Die Ausrede habe ich nicht. Ich hab Zeugen, dass ich es gestern gespielt habe. Aber es gefällt dir noch. Ja, so, wir müssen eine Runde finden. Ja, wollen wir die hier nehmen? Es ist so einfach. Das ist sicher eine Falle. Ja, der Zauber wurde gebrochen und der Weg ist frei. Okay, keine sehr gute Falle. Knochen, der Sand bildet ihre Hände, aber herausstechend ist ihr großer. Schon kapiert. Na los, wir sind nah dran. Sprengen wir uns einfach den Weg frei. Bist du sicher? Ich hab noch eine ganze Liste. Ich könnte weitermachen. Also, ich war durchaus gespannt, aber Fred hat wohl recht. Wir sollten das Ding sprengen. Ihr nähert euch den Toren und seht einen Seelenquell voller nekromantischer Magie. Der Dragon Lord speist damit den Barrierezauber über der gesamten Stadt. Kein Problem. Unser Vertreibungszauber regelt das schon. Damit vertreiben wir das Böse aus dem Quell. Okay. Ist schon eine stilvolle Nekropole, muss man sagen. Tät ich auch nehmen. Wir müssen mal wieder eine Rune berühren, Maggie. Soll ich das tun? Oder möchtest du es tun? Das ist meine Rune! Okay. Deine weg von der Rune! Ja. Böse Magie aus dem Quell zieht, nimmt die Magie vorwärts! Das bedeutet, wir müssen mehr Leute erschießen. Das wäre also erledigt. Keine Schande, gegen den Besten zu verlieren. Spawnen teilweise echt aus dem Nichts hier und man kommt ja kaum hinterher. Ich fall aber auch genauso schnell wieder um. Ja. Schön, wenn sie ihren Begrüßungsspruch gar nicht zu Ende bringen können und dann direkt übergehen in den Ich-bin-tot-Spruch. Die sind ein bisschen repetitiv, ne? Weil du halt auch sehr viele Untote in dem Spiel bekämpfst. Ich habe das ja schon mal gespielt hier. Da fand ich schon sehr chaotisch. Jetzt sind es halt doppelt so viele. Das macht es natürlich nicht weniger chaotisch. Ich mag Chaos. Du bist immer noch, also für mich bist du sehr laut. Ich drehe mich nochmal runter. Schon okay. Besser? Es geht ja nicht um mich, es geht ja um den Stream. Selbst wenn nicht, würde ich den Dank annehmen. Der Diamantkönigin sei Dank, dass du hier bist. Komm, zu meinem Unterschlupf geht es hier rauf.
Gipfelkaktus stellt eine sehr sinnige Frage, nämlich warum ist das Ding, das die Stadt schützt, außerhalb der Stadt? Es klingt nach schlechter Planung. Das hätten wir Tina fragen sollen. Wir müssen hier diese Leiter hoch, wie du siehst. Das war verstörend. Wir sind gleichzeitig hochgeklettert und ich so ein 20 cm unter dir. Ich steckte in dir drin. Hast du meinen Popo gesehen? Von innen. Es hatte gerade in meinem Kopf ganz komische Assoziationen angesichts der Tatsache, dass wir heute auch Herogasm geschaut haben. Herogasm ist ist getrendet heute auf Twitter. Ja. Und Jensen Ackles auch. Ich meine, ich gönne ihm das. Ackles. Jensen Ackles. Deine Kräfte müssen jenseits sterblicher Kenntnis sein. Endlich erkennt mal jemand mein Genie. Ja, wo bist denn du? Ich bin hier. Ich bin sogar auf dem Weg. Hier ist noch eine Leiter. Dann führt dein Weg durch die Heldenhalle. Ich kenne sie gut, auch wenn ich zu schwach war, um sie zu erreichen. Komm, ich zeige dir den Weg. Als ich vom Tod der Königin erfuhr, kam ich hierher. Ich wollte sie mit Hilfe der latenten Seelenenergie dieser Stadt zurückholen. Vielleicht kannst du schaffen, woran ich gescheitert bin. Illusionsmagie. Der einzige Grund, warum mich die Skelettpatrouillen nicht gekriegt haben. Ja. Hör auf zu erklären. Alle hinter der inneren Mauer. Der Dragonlord versperrt den Weg dorthin mit Hilfe der Quelle der Sünde. Du musst die Quelle reinigen, um die Zauber zu brechen. Okay. Du musst die Quelle der Sünde reinigen, um die Barrierezauber zu brechen, die dir den Weg versperren. Habt ihr gehört, was der alte Kerl gesagt hat? Wir können Arschgaul zurückholen. Ich weiß nicht. Ihr Tod schien endgültig. Schon, aber denkt mal an. Das Schicksal entzweit uns nicht. Es eint uns. Und wie soll das ihren Kopf wieder mit ihrem Körper einen? Das weiß ich auch noch nicht. Okay. Also wie du dir denkst, ist da hinten der Endkampf, der wartet auf uns. Aber deswegen sind wir heute nicht hier. Den wirst du auch irgendwann mal vielleicht alleine machen können oder selber streamen vielleicht. Ich will dir die Blauhut-Typ-Quest zeigen. Ja, wo müssen wir dafür hin? Wenn ich mich nicht täusche, müssen wir dafür in diese Richtung. Ich folge dir. Guck mal, hier ist noch ein Würfel. Würfel! Und wir haben auch schon direkt Freunde gefunden. Du Glückspilz! Nee, die Hälfte meiner Ausrüstung ist in den Abgrund gestürzt. Dann holen wir sie gleich. Du bist ein kleiner Killer, nicht wahr? Was ist, wenn wir hier drauf drücken? Ich glaube, ich war hier nicht. Ich habe keine Ahnung. Na gut, dann gehen wir runter. Suchen deine Ausrüstung. Hast du eigentlich keine Kopfhörer auf? Doch. Wieso? Ich habe das Gefühl, ich habe gerade Geräusche über deine... Egal. Okay, mal schauen, was das hier ist. Ja, Merrick hat eine äußerst wichtige Quest für dich, aber was ist mit diesem einen Typen? Das ist die Quest, die wir suchen. Die nehmen wir mal an. Leute, an der habe ich echt hart gearbeitet. Also dann findet Merrick. Er hat was super Cooles für euch, um euer Heldendings zu machen. Ja, wir finden Merrick da hinten. Aber natürlich laufen wir vorher in Arschlöcher rein. Stopp! Okay. Hast du noch Spaß, ja? Ja.
Wieder. Ich habe ja lange nicht gespielt. Es ist einfach immer noch so schönes Gunplay. Oh, ich bin gerade. Hier gibt's Fallen. Vielleicht hätte jemand, der schon mal hier war, das sagen können. Ich habe gefragt, was ist mit Flindy passiert? Warum ist seine Lebensanzeige nicht gefüllt? Ich glaube, Flindy ist auf eigene Faust losgezogen, hat ein paar Leute vermöbelt und muss jetzt wieder respawnen. Oh nein. Und ja, hier gibt's Fallen. Atze kann halt einfach nicht sterben. Der ist schon tot. Wie das hat große denn? Vorteile. Wie spawnt denn das? Er fliegt dann noch rum, es geht ihm nur schlecht. Also er wird nicht mehr viel aushalten und dann respawnen. So. Mach du das mal, ja? Und ich bleib dabei. Merek, der letzte Hüter des Schicksalsschlüssels. Die Schatten sammeln sich und die Unheilkalypse aller Welten ist nahe. Nur der Auserwählte aus der Prophezeiung kann ihren stillen Marsch aufhalten und... Mag sein. Aber was ist mit dem Kerl mit dem blauen Hut da drüben? Das ist nur irgendein Trottel, ein totaler Niemand. Du beharrst ja sehr darauf, dass dieser Typ unwichtig ist. Was soll das heißen? Das ist ein völlig normales Maß an Beharrlichkeit. Na klar. Okay, lass uns den Typen mit dem blauen Hut fragen, was hier wirklich vor sich geht. Was soll das denn jetzt heißen? Na schön. Aber vergesst Merek nicht. Okay, warte mal kurz, bevor du was machst. Was sollen wir denn ohne Königin machen? Uns ja? Ich mach mal Untertitel an, oder? Das wäre ja sinnvoll. Okay. Das nicht, damit wir hier, damit man hier alles mitbekommt. Wie geht denn das überhaupt? Er hat aber einen wirklich schicken Hut. Ja, weißt du, wo Untertitel sich verstecken? Und das Sounds nicht, offensichtlich. Nee, das war tatsächlich... Mach einen Tick lauter, damit man es mehr vom Spiel versteht. Unter Gameplay... Ich hatte das vorhin direkt, als ich das Spiel gestartet habe. Was sollen wir denn ohne Königin machen? Uns selbst auch nicht? Etwa als Gleichberechtigte? Grafik? Ergibt wenig Sinn, ne? Naja. Es ist etwas, was grafisch angezeigt wird. Barrierefreiheit? Wenn du es findest, sag's mir. Untertitel ist unter Barrierefreiheit. Okay, ja, das ist nicht so völlig unsinnig. Wo finde ich da? Sound-Untertitel an. So, okay. Dann ist es, das macht es doch sicher einfacher, dem Ganzen zu folgen. Warte mal, diese neue Punkteverfügung nervt auch total. Das stört hier ständig. Was sollen wir denn ohne Königin machen? Uns selbst regieren? Etwa als Gleichberechtigte? So, jetzt lass uns mit dem blauen Typen sprechen. Jetzt? Okay, ja, ich komme ja, zurück. Ja, entschuldige. Hallo, Typ mit dem blauen Hut. Hey, wie heißt du denn? Blatius. Ich bin Blatius. Blatius Hutley. Ein ganz normaler Typ. Ganz klar, ein falscher Name. Es gibt etwas, was wir nicht wissen sollen. Was? Nein! Er ist nur ein ganz normaler, unverdächtiger Typ. Verdächtig normal. Wir sollten ihn verhören. Aber sowas von. Machen wir es auf die harte oder auf die weiche Tour? Auf die weiche? Ihn weichklopfen, bis er ein paar Antworten ausspuckt. Was? Nein, nein, das ist die harte Tour. Die harte Tour besteht darin, dass wir ihm ein paar unbequeme Fragen stellen. Ist dein Fenster auf, Maggie? Es ist auf Kipp, ich mach das Fenster zu. Wie kann das die weiche Tour sein? Sterb ich hier halt vor stickiger Luft. Meine Tour ist einfach. Aber nicht für ihn. Moment, überlegst du, ob das aus seiner Sicht weich oder hart ist? Tust du das nicht? Kann ich vielleicht helfen? Vielleicht kannst du das sogar. Wenn du verhört werden würdest, wärst du dann empfänglicher für Gewalt oder Fragen? Ich glaube, wir haben uns auf dem falschen Fuß erwischt. Natürlich denke ich nicht aus seiner Perspektive. Warum sollte ich das? Außerdem ist er ganz offensichtlich ein superböser Schurke, gegen den wir sowieso kämpfen müssen. Schau mich an, schau mir die Augen. Er ist ein superböser Schurke. Siehst du, sogar Tina stimmt zu. Das ist lächerlich. Das ist mein Mädchen. Danke, meine Liebe, endlich. Jeder Idiot kann sehen, dass er seinen wohlwollenden Beweggründen zum Trotz ein ausgeprägter Antiheld voller unlösbarer Probleme ist. Nein, warum? Nun, was auch immer er ist, wir sind ihm auf der Spur und werden ihn verprügeln oder befragen, bis er redet.
Genau, das wird er. Nun, wir wollen nichts überstürzen. Du siehst sehr beschäftigt aus. Hast du nicht etwas Wichtiges zu erledigen? Ich weiß nicht. Haben wir? Nicht wirklich. Aber wir sollten vermutlich mit dem Verhör beginnen. Ja, vermutlich. Ah, was für ein ruhiger Tag. Langeweile ist besser als der Scheiterhaufen. Ja. Tja, also, wir haben nichts anderes zu tun. Offensichtlich. Ich rede erstmal mit ihm. Also gut, du harter Typ. Ich weiß, dass du etwas verheimlichst. Also spuck es aus, bevor du Blut spucken musst. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Lass mich in Ruhe. Er darf nicht entkommen. Nein, er geht weg. Ihm nach! Hinterher. Warte. Nein. Jagt ihn nicht hinterher. Zu viel laufen soll schlecht für die Knie sein, wisst ihr? Ich werde diesen Mann jagen, bis meine Knie staub sind. Nein. Immer im Kreis. Rum. Ich muss nur irgendwo hin, wo es normal ist, um normale Dinge zu tun. Wo ist er hin? Da ist er. Hey! Nicht noch runtergefallen. Ja, zieh noch ein bisschen. Ich schneide den Weg ab. Jag du ihn mal weiter und ich kämpfe gegen diese Schalte hier. Ne? So macht man seinen Gegner fertig. Das Steam-Symbol, das mir jetzt immer angezeigt wird, neben dir, finde ich ein bisschen immersionsbrechend. Ja. Was? Ist vermutlich nur ein Spinner, der im Kreis läuft. Lass ihn einfach in Ruhe. Und mach mit dem Quest weiter! Auf keinen Fall. Wir brauchen Antworten. Ihm nach! Er läuft wirklich immer im Kreis. Da musst du dich schon mehr anstrengen. Joggen? Jawohl, bin gelaufen. Wie jeden Tag. Mitten in monsterverseuchtem Gebiet? Ganz genau, aber mir dreht sich alles ums Ausdauertraining und so. Will meinen Körper in Form halten, verstehst du? Was nochmal? Sehr? Ich meine, wahrlich, scheiße. Lass mich in Ruhe. Lauf nicht weg, du wirst nur erschöpft sterben. Aber noch wichtiger ist, dass ich erschöpft sein werde, wenn ich dich erledige. Okay, er hat aufgehört, im Kreis zu laufen. Das ist auch was wert. Ja. Wenn ich du wäre. Okay, da oben ist er. Hinterher! Jetzt steckt er in der Klemme. Er wird für all die schlimmen Dinge zahlen, die er getan haben könnte. Von einem Zahnblut. Jetzt gibt es auch die Zaubertusche. Meine Linie. Entwunden. So, wir müssen ihn also angreifen. Oh, sieh mal an, alle Angriffe verfehlen. Die Rüstungsklasse von diesem Kerl muss der Wahnsinn sein. Es steckt noch ein Pfeil in ihm. Ich will diesen Kerl unbedingt erledigen für alles, was er möglicherweise getan haben könnte, tut oder noch tun wird. Okay, probieren wir andere Waffen durch. Ist er bestimmt nicht immun. Schubsen wir ihn von einer Klippe runter. Oder warte mal. Was, wenn etwas
auf ihn drauffällt. So ein Zufall. Weißt du, worauf ich hinaus will? Auf ihn draufspringen? Nein, ich meine, da oben. Oder bin ich der Einzige, der das riesige, schwere Gewicht sieht, das über ihm hängt, wie das typische Klavier am Seil? Wie sollte Musik uns jetzt weiterhelfen? Er ist verschwunden. Vielleicht ist er unsichtbar. Ist er nicht. Dafür ist er euch endgültig entkommen, oder? Das war bestimmt ein Blitzportzauber. Hört ihr mir eigentlich zu? Nein, was sollen wir tun? Vergesst ihn einfach. Oh, seht mal, Bösewichte. Oh nein, schnell, auf sie. Ein Hinterhalt, oh, er ist gut. Sind das seine Handlanger? Da steckt mehr dahinter. Super, wie doof sie sind. Und wie hartnäckig dabei. Sind aber nicht unrealistisch doof. So, nein. Ja, nein. Ist es? Ist es nicht. Warum? Warum hasst ihr mich? Diese Schatten müssen aus der näheren Umgebung stammen. Es muss einen versteckten Unterschlupf geben. Wisst ihr was? Ja, ihr habt recht. Haltet Ausschau nach einer Tür. Ja, wir suchen eine Tür. Das Ich weiß auch nicht, jemand hat sehr viele blaue Pfeile daneben gemalt. Na, versuch's doch mal. Wer hätte das gedacht? Ihr seht eine Tür. Eine wirklich böse aussehende Tür. Vielleicht führt sie zum Blauhuttypen und seinem... Es ist das Versteck des Blauhuttypen. Das muss es sein. Gut gemacht, Fred. Jetzt können wir diesen Bastard mit dem blauen Hut endlich aufspüren. Siehst du die Gegner? Der hat alle blaue Hüte auf. Du bist so wild. Ich liebe es. Es ist super. Okay, der Mimik hat keinen blauen Hut auf, aber das war jetzt viel verlangt. Was glaubst du, hat es mit diesem Kerl auf sich? Ich wette, er ist der Anführer eines Geheimkults. Quatsch! Er ist ganz sicher ein verkleideter böser Krieger, der unsere Schwächen studiert. Ach, da ist er. Vielleicht ist er beides. Das Skelett mit dem blauen Hut an der Wand. Der böse Kriegerspion des geheimen Kultes der Blauhüte habe die drei sagumwobenen Saphire des Leids gesammelt. Schon bald wird der Koboldkönig durch das Tor kommen und das Blaumageddon heraufbeschwören. Ein verkleideter böser Krieger. Ich wusste es. Hast du den Teil mit dem geheimen Kultistenspion überhört? Wow! Sie hatten beide recht. So eine Überraschung. Total irre. Wo kommt ihr da? Ihr seid ja so clever. Geht und rettet die Welt. Beeilung! Oh, klar. Schon dabei. Wir müssen an die drei Dinger rankommen. Ein kleines Plattformrätsel. Bei dem wir ein bisschen auf die Fresse kriegen, wenn wir nicht aufpassen. Aber du schaffst das bestimmt. Nein? Nein. Ah. Ja. Ich hab von der falschen Seite angefangen. Ha, netter Versuch, möchte gern Abenteurer. Aber selbst zwei Saphire reichen aus. Du bist verdammt! Okay, wo geht's denn da lang? Ach, da oben lang. Okay. Mach mal den hier, okay. Geht auf! Solange ein Saphir übrig bleibt, bleibt das Tor offen. Der Koboldkönig kommt. Gleich ist es soweit. Whee! Nein! Sie haben die Saphire zu zerstören. Jahrelange Planung und Arbeit im Verborgenen. Ruiniert! Ihr habt alles ruiniert! Kaplan, Leute! Boskamp! Wow, das Ding ist nicht im Bösewicht-Ordner. Das ist so cool! Cool, cool! Oh ja, keine große Sache. Gina hat sich das selbst ausgedacht. Du wisst ja, wie Gina ist. Ich bin einfach nur die lustige und fantasievolle Künstlerin, die ich immer bin. Gern geschehen!
Ist ja gut, dass wir das Blaumageddon abgewandt haben. So, und jetzt, nachdem wir die Quest durchhaben, war ja keine große Quest, sag mir, warum du glaubst, dass ich das für die beste Quest im Spiel halte. Weil es diejenige ist, die tatsächlich am besten darstellt, wie Rollenspiel funktioniert. Ja, ne? Oder wie die Dynamik in so einer Gruppe ist. Wie sich trotz klarer Aussagen und dröftig Hinweise die Gruppe in einen NSC verbeißt. Und darauf schwört, dass der irgendwie eine Bedeutung haben muss, obwohl er sie nicht hat, ist einfach super. Und dann am Ende den fantastischen Plot lobt, den die SL bestimmt in jahrelanger Vorbereitung sich ausgedacht hat, dabei hat sie einfach so hingerotzt. Auf Basis von dem, was die Spieler an dummen Vermutungen anstellen. Also eigentlich hat sie genau das gemacht, was ich auch immer predige für Spielleitungen, nämlich ja. Nehmt an, wo eure Spieler hingehen und macht was draus. Genau. Das war vielleicht ein bisschen lieblos. Also ich finde, wenn man diese, was war das jetzt, 20 Minuten jemand zeigt, ist das, dann sagt das schon alles über das Spiel aus, oder? Jo. Fandst du andere Questen besser als die? Also ich spreche nur für mich, wenn ich sage, es ist die beste Quest des Spiels. Muss ja nicht sein. Nee, es gab eine Quest, wo ich den Einzelaspekt super fand, dass sie unbedingt wollte, dass man ihren tragischen NSC mag. Ja. Die Schlangenpriesterin, die die Seite wechselt. Aber die beiden Leute, die mit am Tisch sitzen, diesem NSC einfach nicht trauen wollen. Egal, was sie macht. Und dann inszeniert sie auch noch, dass sich diese Figur tragisch opfert und alle so, pff, ja. Und das irgendwie kennt man auch, das ist sozusagen andersrum. Meine Güte, dein Gesichtsausdruck! Es ist normal, dass das, was man ausführlich vorbereitet hat, ignoriert wird und das, was man irgendwie schlonzig kurz hinschmeißt, auf einmal zur Quest wird. Das sind Dinge, die allen schon passiert sind, die Spielleiten. Ja, völlig richtig. Wollen wir an der Stelle hier die Hauptquest verlassen? Du kannst ja jederzeit wiederkommen und gucken, dass wir die Addons finden. Okay, also in... Vielleicht gehen wir dafür am besten erstmal nach Brighthoof zurück, oder? Ja. Ah, Tutorials auf einmal wieder überall. Geht weg. Gut, du findest dich in einem Menü? Ja. Im Reisemenü, okay. Ich habe schon den Teleport nach Brighthoof angemacht. Ja, wollte ich auch. So, anlässlich zum Steam-Release, was ja für viele der richtige Release dieses Spiels ist, weil Steam ja doch wesentlich weiter verbreitet ist als Epic nach wie vor, glaube ich, oder? Zumindest war das vor der Pandemie so. Ich weiß nicht, ich habe ja mit niemandem mehr gesprochen während der Pandemie, aber es war vor 2-3 Jahren noch so. Haben wir heute von 2K noch ein Merchandise-Paket zugeschickt bekommen? Mit Swag. Swag! Du hast sogar ein Bild gemacht. Wenn du willst, blende ich das Bild auch ein, falls du mir es während des Streams noch schicken möchtest. Ich habe es dir schon geschickt. Du hast es mir schon geschickt. Über Google Fotos. Fantastisch. Okay, dann werde ich das gleich noch einblenden. Ich glaube, Epic macht das ganz gut mit den Gratis-Games ständig, sagt die Bullen. Ja, da ist was dran. Ich glaube, damit haben sie das wieder ein bisschen aufgebrochen. So, ich weiß jetzt nicht, es ist wahrscheinlich schlauer, ja? Ja. Gott, so viele ganzen Quests jetzt hier. Sind das jetzt alles deine Nebenquests? Wenn du kurz googelst, wie man an die Mirror-Dingster-Quest rankommt, das neueste Addon ist die, wie heißt das auf Deutsch? Ja, wir können die auch alle annehmen. Ich weiß nicht, ob die Bilder irgendwas aussagen. Aber ich gehe mal kurz aus dem Spiel und schaue einfach mal hier auf das Schloss so lange. Okay, und wie finden wir die Quests? Und lade mir das runter, was du mir geschickt hast. Ich habe ein schlimmes Störgeräusch bei dir in der Leitung. Finde ich schräg, weil ich habe gerade mein Mikro einfach zugemacht gehabt. Okay. Jetzt ist es weg. Wir wissen noch nicht, wie wir und wo wir das verlosen, was wir gerade hier bekommen haben. Aber wir können es ja hier mal zeigen. Und dann können wir zusammen diskutieren, was der beste Ort ist, um das zu verlosen. Wir nehmen da gerne Vorschläge an. Ich habe so eine Rückkopplung manchmal. So ein Störgeräusch, das wie eine Rückkopplung klingt. Komisch. Aber nur wenn du eine Weile Input hattest, wenn du Ruhe gibst, verschwindet es. Also. Aber scheinbar bin ich. Dann sollte ich wohl Ruhe geben. Scheinbar bin ich der Einzige, der sich daran stört. Das hat sich bisher niemand im Stream beschwert.
Insofern Scheiß auf mich. Ja, ist auch wurscht, was ich. Habe ich das jetzt gespeichert? Googlest du gerade? Ja, ich habe gerade eine Anleitung gefunden, aber wie alle Textanleitungen muss ich erstmal sämtliche SEO-optimierten Schlagwörter wiederholen, bevor man die eigentliche Information kriegt. Oh Gott, das ist eine Pest, oder? Mhm. Es ist inzwischen, glaube ich, nicht mehr daran, dass Artikel legitim sind, wenn ich nach zweimal Bildschirm runterscrollen immer noch nicht die Info finde, die ich suche, glaube ich inzwischen, dass die Seite von einem Bot angelegt wurde durch meine Suche. Das geht ja auch, ne? Ja. Die Overworld. Bin verwirrt. Direkt neben dem Schrein von Mol A. So ein kleines Dörfchen. Dreamvale Overlook. Cool, wenn sie einen Screenshot von der Karte irgendwie gemacht hätten. Hm. So, und hier, ich blende mal ein, was wir heute hier zugeschickt bekommen haben. Es sind zwei Schirmmützen, es ist eine Thermosflasche, es sind zwei T-Shirts, es ist ein Portemonnaie. Und habe ich schon zwei Schirmmützen gesagt? Ja. Ich glaube schon. Ja. Was habe ich vergessen? Tasse, T-Shirts, Thermosflasche, Mützen, Portemonnaie. Ich glaube, das war's, ja. Und das wollen wir verlosen. Als Komplettpaket. Ja. Was ist los? Es ist, das hüpf. War's schon, aber es ist hüpf. Es ist hüpf, okay. Es ist hüpf. Oh, ich weiß nicht, warum du so sprichst, aber in Ordnung. Weil ich zu wenig geschlafen habe und alles sehr bunt ist gerade. Schrei mich doch nicht an. No! Du bist so schon laut genug. Ich muss schreien, damit ich dich dauernd gähne. Ach, du schreist, um dich selber wach zu halten. Kaffee machen, ey. Noch ein. Ja, wir machen hier. Okay, vielleicht machen wir auch nicht mehr so lang. Wir machen nämlich nochmal einen anderen Stream. Um 21.15 Uhr machen wir unseren Community-Stream. Vielleicht mache ich den auch alleine. Mal gucken, Maggie. Also, bevor wir weitergehen, das sind die Sachen, wie gesagt, zwei T-Shirts, zwei Mützen, eine Thermoskanne, eine Tasse und ein Portemonnaie. Und das haben wir von 2K heute geschickt bekommen. Da kam erst vor 2-3 Stunden kam ein netter Paketbote und ist das vorbeigebracht. Und wo verlosen wir das, Maggie? Also ich finde ja hier auf Twitch sind Verlosungen immer so ein bisschen schwierig. Mhm. Wir haben eine ziemliche Reichweite auf Facebook, aber da sind natürlich wahrscheinlich wieder nicht alle. Und dann nur unter Patrons verlosen, finde ich ein bisschen... Na, ich habe es nicht rausgenommen. Ich habe den Übergangknopf nicht gedrückt. Okay. So. Finde ich ein bisschen unlauter, ja, weil das ja deutlich die Zielgruppe einschränkt. Wir können es auf deinem Instagram verlosen. Was hältst du denn davon? Ist das sinnvoll? Oder ist das irgendwie verboten oder so? Man weiß ich habe keine Ahnung. Sonst würde ich sagen, Facebook oder Instagram sind so die Optionen, wo wir es verlosen können. Mhm. Du siehst einen Handwerker mit peinsamen Blick. Das heißt, du findest mich einsam. Nur auf perverse Weise. Nein, heißt das nicht. Oh, willst du wetten? Verdammt bin ich peinsam. Was hast du denn jetzt für eine... Wo bist du hin? Ich sehe dich gar nicht auf der Karte. Ich versuche das gerade zu finden. Es ist neben einem Schrein, aber ich finde irgendwie... Ich bin schlecht darin abzugleichen, wie die Karte für mich aussieht und wie sie auf dem Screenshot aussieht. Moment. Jetzt all deine Quests wieder, die ich eigentlich schon abgeschlossen hatte. Beschreib es mir doch auch mal. Wo ungefähr ist denn das? Ich bin jetzt wieder im Meer, da bin ich falsch, ne? Ja. Nein. Ja? Da bist du nicht richtig. Ich kann das. Es verschiebt immer sämtliche Fenster, sobald ich das wieder ins Spiel zurückgehe. Das ist eben nicht hilfreich. Ja. Ich verstehe das. Ich habe das gleiche Problem hin und wieder. Okay. Wir müssen tatsächlich auf die andere Seite von Prachthof. Auf dem Discord wird vorgeschlagen.
Natürlich können wir auch sagen, wir verlosen einen Teil auf dem Discord und einen Teil öffentlich, weil der Discord ist ja, auch wenn er ein öffentlicher Discord ist, immer noch vor allem ein Patreon-Ding. Ja. Yeah. Was ja? Hab's gefunden. Okay. Dann muss ich jetzt nur noch dich finden. Wenn es mir in der Oberwelt irgendwie anzeigen würde, würde... Ah, da bist du. Das war gar nicht so schwer. Ich stand direkt daneben. Ich wollte gerade sagen, ich bin doch hier. Ich werde dich niemals finden. Oh, hallo. Guck mal, das ist der Typ, dem jemand in den Rücken gestochen hat. Vollkommen überraschend. Ach ja, ich erinnere mich. Dieser Schrein ist der Göttin Monete geweiht, der Schutzheiligen des Bargeldes. Wir haben diesen Schrein, oder du hast diesen Schrein komplett gefüllt. Was hat uns das gebracht, oder dir? Das ist jetzt eine grüne... Ich glaube, mehr Loot. Mehr Loot. Okay, mehr grünen Loot. Na, nehme ich eh nicht mit. So. Okay. Gehen wir da rein. Jetzt brandaktueller neuer Addon-Krempel. Ja, also wir können es auch aufteilen zwischen Discord und Instagram oder sowas. Also die größte Reichweite haben wir auf Instagram, glaube ich. Ne? Da hast du 8000 Follower oder sowas. Was? Echt? Ich glaube. Das kann nicht sein, Moment. Hey, das kann nicht sein. Da ist ja mein kleiner Feuerteufel. Die Reisegruppe sieht nach Ärger aus. Toll. Wer ist das? Doch, du hast recht. Wann ist das denn passiert? Es müssen die Hundebilder sein. Mein Gast, du bist einen weiten Weg gekommen. Kann nicht schaden, noch etwas näher zu treten. Das ist sehr wild beyond the witch light gerade. Du hast offenbar Erfahrung im Weltenhüpfen. Weit über Prachthof hinaus. Und hier bist du nun. Im Land der Fantasie. Also, was sollte jemand wie ich wohl sagen? Ah, deine Aura ist strahlend. Umwerfend. Aber ehrlich gesagt, ich sehe eine fette Wolke über dir. Die mache ich kalt. Wo ist sie? Es ist Zweifel. Eine Wolke des Zweifels. Du bezweifelst meine Fähigkeit, dein Schicksal zu deuten, wie du es solltest. Wer das Schicksal bestimmt, ist seinen Launen nicht ausgesetzt. Nun, die Vorhersehung, die ich für dich habe, wird dir gefallen. Ich sehe eine tolle künftige Partnerschaft, wenn du dieses Schicksal wählst. Partnerschaft? Was für eine? Deinem Glück sind einzig durch deine Vorstellungskraft Grenzen gesetzt. Oder durch deinen Magen, weil du die Träume verlorener Seelen tötest, was sich aber fabulös auszahlt. Du brauchst nur in den Spiegel zu sehen und das, was du dort siehst, zu bejahen. Dein freier Wille hat dich so weit gebracht. Geh ruhig noch ein bisschen weiter. Holst du dein verlorenes Loot nie ab? Selten. Aber das ist voll. Ah nee, das ist deins. Das ist meins? Ich habe meins gerade abgeholt, ja. Oh. Holst du dein Blut etwa nie ab? Ich glaube, das habe ich jetzt neu bekommen durch die ganzen Sachen, die ich mit dir gemacht habe. Ich hatte das geleert. Ich will das auch nicht haben, das Zeug. Okay, also wir sind hier auf dem Jahrmarkt. Mehr habe ich nicht verstanden. Aber es ist wohl auch irgendwie mehr oder weniger eine Fortsetzung von dem Addon davor, das wir aber nicht gespielt haben. Ja, das ist natürlich nicht so clever. Oh, hier ist ein glubschiges Glücksrad. Und da steht Vespa daneben, die mit uns geredet hat. Ich habe ein cooles Design. Stimm dich mit dem Schicksalsrad ein. Machen wir das doch mal, oder? Jawohl. Stimm dich mal ein. Bitte Seelen an. 25. Was für eine wundervolle Seele du da hast. Damit wurde ich geboren. Deine Seele mag ja ganz nett sein. Ich meinte aber deine gesammelten, verlorenen Seelen. Opfere sie meinem Schicksalsrat und schau, womit es dich abspeist. Ich meine, was es für dich bereitet. Für die zivilisierte Konfliktlösung setze deinen Schutz ein. Hörst du diesen Schutz selbst gewirkt? Habe ich den Kosmos erschaffen? Die Sterne? Alles ist nur geborgt. Träume, Zeit, sogar das Leben selbst. Eine coole Tiefling-Tante. Okay, ja. Was haben wir denn da gekriegt? 47. Die sind gut. Ja, also eigentlich könnte man es auch über Twitch verlosen, das stimmt schon. Über Flüsternachrichten kann man ja immerhin auch da Adressen austauschen.
Ein Zam. Irgendwie habe ich bei, was ist? Ah, hallo, Zamparator. Irgendwie habe ich bei Twitch-Gewinnspielen immer so ein schlechtes Gefühl. Ich weiß nicht mal, Ron. Ich kann das nicht begründen. Verstehst du mich? Ich verstehe dich akustisch. Du verstehst aber nicht, warum ich ein schlechtes Gefühl dabei habe. Weil es meistens irgendwie, weil man zu viele davon gesehen hat. Und das meistens so, und jetzt musst du Punkte ausgeben und dies machen. Ja, ja. T-Shirt für Follow. Das darf man aber eigentlich gar nicht, ne, mit Punkten ausgeben oder irgendwelchen Gegenleistungen. Echt? Du darfst keine Gegenleistung. Also ich weiß nicht, wie die Twitch-RGB da sind, aber bei den meisten Plattformen darfst du eigentlich bei einem Gewinnspiel keine Gegenleistung erfordern, sonst ist es irgendwie ein Glücksspiel, wo du für belangt werden kannst. Also hier schweben zwei Spiegel. Das ist ein Monster. Und zweitens all diese furchterregenden. Und hier ist ein anderes Monster. Ja, dann klick doch mal auf ein Monster. Pass auf, dass deine Seele auf keinen Fall deinen Körper verlässt. Jemand beobachtet mich durch einen magischen Spiegel. Das ist mein Job. Das scheint ja nur ein Hub zu sein für andere lustige Dinge, die man hier machen kann, ne? Also, um jemanden drin zu ertränken. Ich klicke da jetzt drauf, wenn du nichts machst. Warte. Ach so, das sind mehr oder weniger Arenen, in die man gehen kann. Sieht kalt aus. Nur gut, dass meine Körperbehaarung fünfmal dicker ist, als Magie oder Medizin es für möglich erscheinen lassen. Deine Körperbehaarung? Deine? Was? Es passiert nichts. Jetzt. Okay. Der Spiegel, in den du getreten bist, ist anders als alle anderen. Sein Glas reflektiert nicht dein Aussehen. Es zeigt, wer du bist. Wenn wir ins Unbekannte blicken, sehen wir das Vertraute. Gewundene, die nach dem perfekten Fang fischten. Nach einem größeren Fisch als ihre Freundinnen. Einem Preis, der ihre Mühen belohnen würde. Und während sie warteten, wurde ihnen klar. Sie mochten eigentlich keinen Fisch. Er war glitschig, schuppig und roch nach Familie. Also machten sie sich auf die Suche nach besserer Beute. Und beinahe zufällig stießen sie dabei auf eine Bestie. Jenseits ihrer kühnsten Vorstellungen. Thema Verlosung auf Twitch, weil jetzt werde ich mit mir geraten, Ben zu fragen. Wir haben ja schon öfter mal auf Twitch was verlost, auch über Bots, die dann automatisch ausgelost haben. Ich fühle mich nur nicht wohl damit irgendwie. Ich weiß nicht warum, es ist mein Problem. Okay. Frage ist, heißt das, wir machen es nicht oder heißt das, wir machen es und du hast Bauchschmerzen? Wir spielen es mal weiter. Entscheidung verzögern. Damit kann ich gut leben. Weil da jemand gerade redet. Ich wollte nicht zu lange. Dann ist es, wie ich es vorhergesehen habe. Ich sehe keine Überraschungen in deiner Zukunft. Und doch eine lange Geschichte mit einem Ende. Oder zwei mindestens. Läuft nicht mehr ganz flüssig bei mir inzwischen. Wenn du diese seltsame Apparatur da bauen bezwingen kannst. Die Säule, die Hebel. Es braucht Fantasie, um ihre Geheimnisse zu lüften. Nicht der Rede wert. Leg los! Weiter zum nächsten! Wir hatten da einfach so einen Chatbot, mit dem man dann Raffle eingeben musste und dann hat er automatisch ausgelost nach einer Stunde oder sowas. Wir haben aber inzwischen den Streambot gewechselt, weil wir hatten Streamlabs hier, Mikey, ne? Mhm. Aber dann gab es ja so einen kleinen Skandal, als rauskam, was das für ein Drecksladen ist, Streamlabs. Und bin ich zum Nightbot gewechselt, muss da rausfinden, ob der Nightbot das kann. Weil ich finde, das ist die einzig faire Methode hier auf Twitch was auszulosen, wenn der Bot lost. Ja. Ich bin nicht schlau genug, um fair zu sein.
Normalerweise, wenn wir eine Verlosung haben, dann zähle ich die Kommentare durch, ja? Du hast einen wirklich eifrigen Verstand. Und dann würfel ich einfach die Nummer aus, die gewinnt. Mhm. Und das halte ich für einigermaßen fair. Also ich ziehe jetzt nicht jedes Mal lose, aber so ein Bot. Ich müsste rausfinden, ob dein Nightbot das kann, ne? Und wenn der das nicht kann, dann würde ich es halt lieber auf Instagram oder auf Facebook verlosen. Oder wir teilen die Sachen auf. Ist ja auch eine Möglichkeit, ne? Was machen wir hier? Wir müssen Rätsel lösen. Du hast schon angefangen. Ja, man kann da diese Säulen drehen. Ich versuche nur gerade auszufinden, da ist ein Landhai. Und ein Pilz. Was ist das? Was ist was? Was hast du da getan? Ich habe auf den Landhai geschossen, weil du Landhai gesagt hast. Mhm. Das war wahrscheinlich falsch. Und ich hatte sehr viele Elementareffekte zusätzlich. So. Das war keine gute Idee. Ich gehe nochmal raus, ob da vielleicht... Nein, es ist schon alles richtig. Ich meinte ja nur an der Wandmale reißen, Landhai, so. Und deswegen mussten wir dreimal Landhai einstellen. Ja, ja. Also habe ich deinen Befehl korrekt befolgt. Gut. Mhm. Ja, das war Quatsch. Was ist das denn? Okay, hier sind Räder. Also, nee, ein Rad ist hier. Du strömst nur so vor Kreativität. Müsste diese Plattform angehoben werden, schätze ich? Mhm. Das dauert sehr lange. Aber das reicht doch schon, oder? Kommst du da nicht hoch? Jetzt ja. Alle möglichen fischigen Charaktere. Tja, dann lass uns das zeremoniell überspringen und loslegen. Bereit zum Zauber! Angeblich stehe ich direkt in den Blöde Krabben. Ah, da ist. Ja, ja, im Boden verbuddelt. Aufhauen hilft, dann kommen sie wieder raus. Mhm. Das wird niemals langweilig. Doch. Ja, genau wie wir es haben. Krabben aus dem Boden ziehen ist nicht das Beste im Spiel, aber es ist auch nicht schlimm. Krabbenpoolen sozusagen. Krabbenpoolen? Ja. Okay. Ist eigentlich ganz nett hier. Ja, ja. Ist wirklich hübsch. Whee! Aber was ist dieses Addon? Das ist dieser Karneval und an dem sind ein paar Spiegel und die führen in diese Mini-Level rein. Und diese kleinen Arenen, denke ich. Aber so eine richtige Story ist da nicht dahinter, oder? Also gerade habe ich doch nicht das Gefühl. So, ich gehe jetzt mal durchs Tor. Ja. Jetzt war viel geredet, aber naja. Im Hyperraum. Diese Gewundenen sperren jeden ein, der ihnen dumm kommt. Niemand gehört in einen Käfig, egal wie goldig die Gitterstäbe sind. Sie beschützen den Schlüssel zum Allerheiligsten. Träum dich an ihnen vorbei, okay? Da unten sind Leute. Von meinem eigenen Magazin betrogen! Da ist wohl jemand falsch abgebogen. Ich bin wohl falsch abgebogen, oder? Das könnte böse ausgehen. Gut gemacht. Ruf den Stadtschreier. Ich bin eine Bedrohung. Du brauchst was, womit du die Säule drehen kannst. Kugeln vielleicht. Es geht nichts über eine sauber erledigte Aufgabe. Der eingefrorene Hai irritiert mich. Ja, ich glaube, das ist der Gott, um den es geht. Aber er ist ein Gegner. Hier ist noch irgendwas. Achso, da ist noch ein eingefrorener Hai.
Okay. Du drehst wieder alles auf den Haifischkopf. Okay. Die Säule hat sich bewegt. Mach das gleich nochmal. Jetzt ist er entfroren, oder? Ne, das ist ein Begleiterfisch. Aha. Dann müssen wir erst die andere wahrscheinlich, oder? Bevor wir hier reinkommen. Ah, wahrscheinlich, ja. Ups, das war nicht so schlau. Die schreien sehr dramatisch, wenn man sie umbringt. Also ich meine, ist ihr gutes Recht. Stufenaufstieg. Manchmal lassen sie Teile ihrer Ausrüstung da, wenn sie sterben. Wir müssen jedes Mal die Haifische einstellen. Okay. Auf inspirierende Weise gemeistert. So. Wir haben die Säulen eingestellt. Dann geht's wohl hier weiter, was? Dann gebe ich es hier irgendwo noch einen Feind. Wahrscheinlich wieder noch so ein eingefrorener Trottel. Ja. Weil der ist über uns. Egal. Gehen wir hier rein. Okay. Boop, boop, jibboo. Ihr Gefangener verdorrt in der Tiefe. Die Augen ausgemergelt. Der Mund schnauft trocken vor Durst nach Freiheit. Kannst du dir ein Leben vorstellen, das so knapp außer Reichweite von allem liegt, was du dir wünschst? Ah, er braucht Wasser. Rund um die Oase gibt es Ventile. Dreh sie. Gib diesem Gott etwas, das ihn zum Sabbat bringt. Also ein paar von den Sachen haben wir ja zweimal, ne? Also wir können durchaus sagen, wir verlosen das auf verschiedenen Plattformen. Müssen nur noch entscheiden, für welche. Aber ja, nur das Gesamtpaket haben wir nicht vollständig. Es gibt zum Beispiel nur ein Portemonnaie. Ja. Aber da finden wir eine Lösung. Wir gucken, was wo besser passt. Da können wir was anderes drauflegen. Was dann halt keinen Borderlands-Bezug hat, aber uns fällt schon was ein. Oder? Uns fällt auch immer was ein. Ja. Wir sind nämlich voll klug. Naja, klug wäre, wenn was Gutes uns einfallen würde. Irgendwas fällt uns aber auf jeden Fall ein. Okay. Dann gibt es wirklich keine... Also, es kann nicht schief gehen. Wir müssen nicht mal klug sein. Nö. Sondern Ventile öffnen. Da ist ein Ventil. Nutzt das mal. Du machst das schon, oder? Lass es regnen. Keine Linie. Entwunder.
Kommst du klar? Ja. Eine kalte Dusche für die Gewundenen. Bist du? Ach, da bist du. So, mehr Wasser. Irgendwie erfrischend. Ja, ich bin auch mega durstig, aber das das Spiel fördert das auch gerade nicht. Sollen wir uns vielleicht was zu trinken holen? Ja, wenn wir hier eine, wir machen hier eine Pause hier zwischen dem Stream und dem internen Stream und dann können wir uns was zu trinken machen. Dann dürfen wir uns, dann haben wir es uns verdient. Ist ja gerade so ein bisschen blödes Wetter bei uns. Vielleicht ist es auch bei den meisten Leuten so gerade. Ich weiß nicht, wie es im restlichen Deutschland ist, aber hier in Frankfurt ist es zwar heiß und trotzdem nass. Also es hat heute hier stark geregnet. Was hat sich aber nicht wirklich abgekühlt. Nee, ne? Was sind denn diese Dinger hier? Was haben wir denn da bekommen? Ach, das sind Seelen, oder? Seelen, ja. 82 Seelen. Hast du auch Seelen? Ja. Aber auch irgendwas mit 80. Wahrscheinlich sind das Gruppenseelen. Das kann sein, ja. Ja. Okay, nächster Raum? Ja. Bei Shocked Elemental, nur irgendwie 20 Kilometer entfernt, haben sie anderes Wetter offensichtlich. Es gibt angreifende Feinde, überall Lava und eine steigende Flut. Ja. Dann kämpft gegen die Gewunden und lass das Wasser den Rest erledigen. Das Spiel hat noch nie geruckelt bei mir. Und jetzt, seit wir es über Steam spielen, oder liegt es an den Add-ons, dass die aufwendiger sind? Ich weiß es nicht. Also bei mir hakt es oft ganz am Anfang eines Levels erstmal für einen Moment. Okay. Ja, das daran kann es natürlich auch liegen. Die Haie und die Schlangen kämpfen teilweise gegeneinander. Sollen wir einfach zuschauen? Teilweise kriege ich für Leute Effekten nicht mehr mit, was hier eigentlich passiert. Ja. Aber das ist, glaube ich, so gewünscht. Das gehört zum Spielgefühl, glaube ich, ja. Jetzt kriege ich aufs Maul. Oh, 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 oh. Wo bist du? Ja, da bist du. Ich habe noch einen Heilfaktor, ist nicht so schlimm. Also es ist schon schlimm. Ja, es ist schlimm genug. Aber da bin ich wieder. Teilweise ist es schlecht, im Wasser zu stehen, wenn da drauf Blitze drauf gezaubert werden müssen. Oh! Teufel auch! Bist du schon tot? Oh nein! Böse Schurken! Was soll ich nur tun? Ich war sicher, ich hätte noch Kuchen. Das sind viele Effekte! Ja, ne? Vielleicht zu viel. Und ich weiß nicht, wie viele davon von dir und welche von den Gegnern sind. Es sind einige von mir, aber nicht alle. Also die grünen und die blauen sind von mir teilweise. Dafür kraule ich dir nachher das Bäuchlein.
Meine Fresse, ist das ein Gemetzel hier. Das Wasser darf nicht weiter steigen. Finde die Abflussventile. Oder falls du einen echt großen Strohhalm und zu viele salzige Nüsse gegessen hast, eher nicht. Hä? Die Ventile sind einfacher. Salzige Nüsse und Strohhalm, das kenne ich nicht. Wenn du sehr viel Dunst hast, glaube ich, wollte sie damit sagen. Ach so. Wie ich es dir beigebracht habe. Jetzt gibt es auch die Zaubernüsse. Ich dachte, es wäre ein physikalischer Trick, dass ich Strohhalm brauche und Salz und keine Ahnung, und dann saugt es das da automatisch rein oder so. Naja. Achten wir denn auf unsere Elektrolyte, Magi? Sollte man die auch ein paar salzige Nüsse essen? Hättest du gern salzige Nüsse? Wir haben keine Snacks. Ich kann auch einkaufen gehen. Kann man da rüber gehen? Wir haben keine Snacks. Ich kann auch einkaufen gehen. Es gibt keine Snacks. Die Welt ist snacklos. Snacks existieren nicht. Ja, Widerstand ist snacklos. Eigentlich ist dezent lauter als Nico, schreibt Nitro Z870. Mit ist dezent ironisch gemeint, denn Maggie ist wahnsinnig viel lauter als ich. Maggie brüllt ja auch ins Mikrofon teilweise. Ich weiß auch nicht, was los ist. Warum bin ich auf einmal lauter? Normalerweise muss ich immer irgendwie das Mikrofon mir beinahe in den Rachen stecken, damit ich mithalten kann. Also ich weiß okay, nicht. Ich stelle das Mikro weiter weg. So. Aber das Spiel ist nicht so laut. Was habt ihr jetzt davon? Leute, das Spiel ist in Ordnung. Wenn das Spiel zu laut ist und man uns gar nicht mehr versteht, das wär auch... Ich steigere übrigens mal. Ja, das ist eine gute Idee. Das Spiel ist gut. Es liegt nur an dir, Maggie. Ja, hier kann ich nichts steigern. Da kann ich, glaube ich, nie wieder was steigern. Ich bin hier mit Level 40 ausgelevelt. Ich habe auch geschossen aus Versehen. Hier sind wieder so Rätseltürme. Die müssen wir wahrscheinlich wieder auf den Haifisch einstellen. Ich denke, der Haifisch ist das Thema des Abends. In welche Richtung soll der Haifisch zeigen? Ich schätze mal nach zu dem großen Ding da in der Mitte. Ah, er musste Richtung Tor zeigen. Okay. Wirklich hier sein. Jetzt ist es besser. Okay, hast du irgendwas verändert, Maggie? Ich habe das Mikro einfach weiter weggestellt. Für mich bist du gleich laut. Das ist ganz seltsam. Dieser Haifischkopf hinzeigen. Weiter zum nächsten. Oder muss man sie nur in eine Reihe bringen? Also ich glaube, eine
Eine Reihe ist immer heller angestrahlt und... Ah, die, wo der Schlangenkopf drauf guckt vielleicht. Ja. Oh, einen noch. Oder? Bist du blöd genug, dich mit mir anzulegen? Das ist ziemlich übel, wenn der kleine Drache Leute wegflammt. Ja, ne? Ich glaube, ich habe den hier ganz gut ausgemaxt, beziehungsweise... So, ich gehe da mal rein, Ich habe mich nicht völlig verskillt, wie ich normalerweise bei Borderlands oft tue. Ich bin begeistert. Ich habe ja im zweiten habe ich Zero gespielt, ne? Und ich habe mich echt schwer getan. Ich mag Zero, ich habe mich echt schwer getan, weil ich mich total blöd verskillt habe. Ja, Zero kann man sich wohl auch ziemlich leicht verskillen. Zero ist am besten als Scharfschütze, glaube ich. Ne? Und ich habe ihn als Nahkämpfer gespielt, weil das die... Weil er ein Schwert hat. Es geht auch, ne? Aber ich habe halt so eine Mischung gemacht aus Scharfschütze und Pistolero und Nahkämpfer und das war schlecht. Hier regnet's. Ist neidisch, ne? Ich glaube, hier unten ist ein Endkampf. Okay, ja, das sieht sehr nach einer Endkampfarena aus. Geh mal hin. Okay, ich komme mal hinterher. Scham ist der alte Gott. Ja, riesige Piranha. Riesige Piranha-Wahl. Hi. Mhm. Der hat einen Rettungsring an. Ist das nicht niedlich? Bin ich so richtig dazu gekommen, ihn mir anzuschauen bisher. Deine Belohnung bei mir abzuholen oder Abenteuer in dieser Welt zu erleben oder zu tun, was meine wildesten Fantasien übersteigt. Freu dich drüber. Okay. Das war sehr vage. Ja. Wir können Abenteuer in dieser Welt erleben oder unsere Belohnung abholen oder tun, was ihre wildesten Fantasien übersteigt. Aber da wusste die übersetzende Person auch nicht wirklich, was gemeint ist und hat so vage wie möglich gemacht. Den Stream beenden, das übersteigt ihre wildesten Fantasien womöglich. Das wäre sehr meta. Ja, da ist noch ein Mimik. Sonst gibt es ja nicht mehr so viel, oder? Relativ nee. Unspektakuläre Kisten. Die für den Fall, dass wir Munition im Endkampf brauchen, gedacht waren. Mhm. Die wir nicht brauchten. Also wie gesagt, wir spielen es auf ausgewogen. Du auch, ne? Ja. Standardschwierigkeitsgrad. Ich glaube... Was war das? Ich habe fast in die Luft gejagt. Ah, okay. Ja, dann gehen wir hier, warum? Oder? Weil es lustig ist. Ja, ist ja. Okay. Ist okay. Du darfst das so oft machen, wie du willst. Das war Stufe 1 dieser Arena. Ja, ich schütze. Ja, wir können das wieder machen und dann kriegen wir wahrscheinlich... Wenn du auf sowas stehst. Du kannst hier noch über mehr triumphieren, wenn du es wagst. Ich bin aber kein Freund von, ich mache die gleichen Level immer und immer wieder, nur weil die Kämpfe dann schwerer werden. Ich will was erkunden, ne? Und nicht den gleichen Content immer wieder sehen. Okay, es ist ein dritter Spiegel. In der Mitte. Das ist normalerweise zu hell. Auf
der Speisekarte steht Hexenbräu Helden. Ah, das ist nur bei mir, dass der so überstrahlt, sehe ich gerade im Stream. Also bei mir war eben auch schon dritter Spiegel. Ich habe Lust auf Essen, aber ich sollte Lust auf Erstechen haben. Und ich nehme an, das hier kriegen wir erst freigeschaltet, wenn... Nee, das ist einfach nichts. Okay. Was haben die Kugeln verbrochen? Ich gebe nochmal Seelen an, ne? Ja. Was getrunken haben mittlerweile? Nee, haben wir nicht. Oh, ich habe goldene Sachen bekommen. Oh, nice. Hm, nicht nur lila, ne? Ich gebe dir gerne schon meine goldenen Sachen ab. Brauchst du ein goldenes Scharfschützengewehr oder eine... Warte mal, das ist ein Anhänger? Ich habe schon goldenen Anhänger. Mm-mm. Willst du meinen goldenen Anhänger haben? Nee, ich bin gerade am Durchgehen. Ich habe toll eine Rüstung, die für Grabspross und Berserker ist. Ein Schild. Volle Batterie des Muskelfleischs. Okay, Maike, nimm dir mal mein Scharfschützengewehr. Benutzt du Scharfschützengewehre überhaupt? Ich benutze Scharfschützengewehre hin und wieder, ja. Hier hast du eins. Und hier hast du noch einen Anhänger. Danke. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Ich guck mal. Noch nicht. Hm. Stufe zu hoch. Naja, eine Stufe. Echt? Bin ich 29? Hm, du sagtest... Ja, ich hab verstanden, eine Stufe zu hoch, aber... Stufe ist zu hoch. Des Gegenstands, okay. Tut mir leid. Ich sehe es aber gerade gar nicht, welche Stufe ich habe. Hallo? Das sieht man gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, welche Stufe ich habe. Also ich sehe es unten links in der Mitte. Im Inventar sieht man es nicht. Ah, du hast recht. Ich bin Level 27, ist ein bisschen weg von 40. Ich glaube, ich gebe dir die Sachen wieder. Ach, die sind alle für Level 40? Mhm. Oh nein, es tut mir leid. Ja. Ach nee. Sorry. Alles gut. Entschuldigung. So, wie wäre es, wenn wir dann für heute Schluss machen? Wir haben jetzt anderthalb Stunden hier noch Wonderlands gestreamt und in einer Dreiviertelstunde wollen wir für unsere Patrons nochmal einen ganz entspannten Abend-Laber-Stream machen. Und es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir vorher was trinken. Ja, ja, ich glaube, das würde mir gefallen. Du hast heute auch noch nichts gegessen, glaube ich, außer ein bisschen Bulgur-Resten von gestern. Ich habe eben eine Banane gegessen. Mhm. Aber ja, vielleicht essen wir was. Gut. Also der folgende interne Stream für Unterstützende verschiebt sich auf, nachdem wir was getrunken und gegessen haben. Achso, dann sollen wir erst kochen. Okay, alles klar. Dann machen wir das so. Und ich weiß nicht, wie lange es dauert. Also zumindest bis wir da was getrunken haben, finden wir raus. Das auf jeden Fall. Und wir sehen uns wahrscheinlich morgen von der FeenCon. Mhm. Frisch. Und vielleicht dann auch ein bisschen weniger chaotisch in meinem Kopf. Also entweder streamen wir von der FeenCon, je nachdem, wie gut wir da Strom und Netz kriegen. Ansonsten machen wir da schöne Videos. Naja, wir machen da Videos. Ob die schön werden, sehen wir dann. Und bringen sie dann vielleicht am Montag. Und ich denke, wir streamen Montagabend auch wieder. Ich weiß noch nicht was. Den Wochenplan für nächste Woche. Ich glaube, du bist nächste Woche bei den Aldrichs zu Gast, ne? Mhm, am Dienstag meine ich, ja. Da wird Cthulhu gespielt, nehme ich an. Ja, Cthulhu Now. Und außerdem haben wir am Mittwoch System Matters zu Gast und wir spielen ein Wrestling-Rollenspiel mit echten Wrestlern. Ja. Ja. Ich habe keine Ahnung von Wrestling. Ich habe noch weniger Ahnung von Wrestling als die meisten Leute, glaube ich mal. Also vielleicht nicht als du, aber ich habe wirklich keinen Schimmer davon. Und ich muss das mal ankündigen, weil ich glaube, das ist cool und ich weiß überhaupt nicht, wie... ich kann das gar nicht einschätzen, wie cool das ist. Weil ich keine Ahnung habe von Wrestling. Unsere Gäste sind paritätisch besetzt. Melanie Gray und Alpha Kevin. Ernsthaft? Ja, das ist ziemlich großartig. Marrow und Nikki Foxley, also vier WrestlerInnen, die Worldwide Wrestling mit uns spielen. Und du musst mit ihnen in den Ring. Und Gott sei Dank nur... kann ich Schiedsrichter sein. Ja. Also die sind
Also Alpha Kevin macht mir noch am wenigsten Angst, ehrlich gesagt, aber das liegt vielleicht daran, dass er nicht so krass geschminkt ist wie sein Kollege Marrow, nehme ich an. Ich nehme an, dass der mit dem Corpse Paint Marrow ist. Mhm. Klingt passend. Wir werden sehen. Nächsten Mittwoch wird das stattfinden. Pen Paper mit echten Wrestlern. Also, ist so naheliegend, ne? Hatte ich auch noch nie. Nee. Nope. Das ist das erste Mal. Wir hatten mal einen Dreh in der Wrestling-Schule, aber das ist alles. Ja, und da habe ich noch wochenlang gehumpelt danach. Hä? Wieso, was hattest du gemacht? Ich bin nach dem Dreh im Wrestling-Ring, bin ich aus dem Ring wieder rausgesprungen und bin dumm mit dem Knie auf dem harten Hallenboden aufgekommen. Ah, ja. Da hat mir richtig wehgetan. Ich erinnere mich vor allen Dingen, dass sie unseren Azubi verprügelt haben, also nicht unseren, den aber... Azubi von PC Games, ja, ja. Der hat richtig, ja, oh Gott, der hatte richtig, richtig blaue Flecken danach, das tat mir so leid. Das war echt übel. Okay, aber wir sollten was trinken, also gute Nacht, bis morgen oder bis Montag, mal gucken. Tschüss! Ciao und danke euch!